Hey Leute, was geht ab? Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und zwar mache ich heute sowas wie eine Technik-News-Ausgabe. Also das bedeutet, ich möchte einfach mal so, Nachrichten aus der Technikwelt, die jetzt in der letzten Woche passiert sind, mal zusammenfassen. Ich denke, ich werde daraus so eine Art Serie machen, weil ich mir halt einfach denke, für jede Sache ein eigenes Video zu machen, wäre einfach übertrieben. Und vor allem, ich habe leider die Zeit auch nicht dafür, weil ich halt einfach berufstätig bin und einen Vollzeitjob habe und deswegen auch nicht immer Videos machen kann. Und deswegen denke ich, ich werde einfach versuchen, jede Woche ein Video hochzuladen, das sich nur auf Technik-News bezieht. Dieses Mal wäre es eben dann vom 5. November bis zum 11. November, also diese Woche, wo wir uns noch befinden, wo ich das Video aufnehme. Ihr werdet es wahrscheinlich nächste Woche sehen, also die darauffolgende Woche. Klingt alles ein bisschen verwirrend, aber ich denke mal, es ist irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, ganz einfach. Ich habe mir heute einfach mal vier Themen rausgesucht. Vier Themen. Vier Themen rausgesucht. Und zwar einmal das Huawei Mate 20 Pro Display Problem oder der sogenannte Glugate. Habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ist vielleicht mit allen solchen Themen so. Aber ich werde es einfach mal ein bisschen wiedergeben, vielleicht meine eigene Meinung dazu geben. Und zwar dieser Glugate ist im Endeffekt, dass es scheinbar Qualitätsprobleme beim Display vom Huawei Mate 20 Pro gibt und dementsprechend manche Käufer ziemlich unzufrieden damit sind, weil sich scheinbar der Kleber zwischen den Schichten löst, zwischen dem Display und was auch immer, Glas und so weiter. Und scheinbar scheint es da Probleme zu geben. Ist auch in der Vergangenheit schon mit gewissen Smartphones passiert, zum Beispiel von LG, weil die Displays sind auch von LG, die da im Mate 20 Pro drin sind. Und dementsprechend scheint es da ein kleines Problem zu geben, was natürlich absolut nicht in Ordnung ist. Aber kann leider jedem passieren. Und ich würde mal sagen, damit ist Huawei offiziell angekommen im Bereich der Premium-Hersteller, weil alle Premium-Hersteller, ob Samsung ist oder Apple, haben schon mal so ein Gate gehabt. Und jetzt haben die auch ein Glue-Gate. Naja, mal schauen, was daraus wird. Ich hoffe halt für die Leute, die sich das Gerät gekauft haben, dass das hoffentlich schnell und gut vom Service erledigt wird. Und das ist halt immer, wie ihr vielleicht wisst, ich habe im Einzelhandel ja gearbeitet, ich habe für den Elektromarkt gearbeitet und ich kenne mich da relativ gut aus mit gewissen Erfahrungen und dementsprechend hoffe ich, wie gesagt, dass die Käufer da recht schnelle Abhilfe kriegen. Die zweite News, und zwar Red Dead Redemption 2 kam die Woche auf den Markt und wie soll ich sagen, also da sind ja die Kritiken ziemlich gut. Allerdings habe ich auch jetzt so ein paar Leute oder ein paar negative Sachen gelesen, dass das Spiel zu realistisch schon fast ist und deswegen scheinbar das Spielerlebnis darunter leidet. Ich weiß es nicht, ich habe mir das Spiel allerdings gekauft, ich habe es aber nicht spielen können, weil wie gesagt, es ist sehr viel zu tun immer und es ist halt immer so eine Sache, wann spielt man sowas, aber ich wollte es mir trotzdem kaufen, weil ich mir denke, ja, das kann man sich nicht entgehen lassen. Falls ich darüber wirklich was sagen möchte, würde ich das auf jeden Fall machen und euch wissen lassen, wie ich das Spiel finde. Ansonsten, ich glaube schon, dass es ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel ist. Also ich habe erst vor einiger Zeit GTA 5 durchgespielt, weil ich einfach nie Zeit hatte dafür, aber dann irgendwie gefunden habe. Und Rockstar Games sind einfach geil. Also deswegen glaube ich schon, dass es ein gutes Spiel ist, egal was jetzt irgendwer sagt. Kann manchmal sein, wenn das zu realistisch ist, dass es dann irgendwie doch nicht so toll ist oder man irgendwie vielleicht nicht so ein Spiel reinfindet, aber wir werden sehen. Ich denke halt, viele von euch werden das Spiel auch haben. Vielleicht könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ohne vielleicht zu sehr zu spoilern, weil ich, wie gesagt, das Spiel selber noch spielen will. Und auch für andere Leute, die da vielleicht in den Kommentaren rumschauen. Die dritte News ist, dass Samsung endlich das Faltsmartphone vorgestellt hat. Also vorgestellt ist jetzt gut gesagt. Sie haben einen irgendwas Prototypen gezeigt auf einer Entwicklerkonferenz, der im Dunkeln gezeigt wurde. Also, naja, also ich bin da noch relativ unbegeistert davon, so wie auch die meisten Stimmen so sagen. Ich halte bis jetzt noch nicht viel davon, weil das Ganze sah ziemlich, ziemlich, holprig aus, was da gezeigt wurde. Und auch das Konzept, so wie es jetzt gerade ist, ist mir irgendwie nicht ganz einleuchtend, beziehungsweise macht für mich so ein bisschen wenig Sinn mit diesem, dass man das irgendwie nach innen aufklappt. Und auch diese Größen so von diesen Displays und dieses ganze Aufklappdisplay und so weiter, also dieses faltbare Smartphone. Ich glaube halt eins, man sollte sich definitiv davon verabschieden, dass ein faltbares Smartphone so aussieht wie ein Klapphandy von früher. Das wird es einfach, so nicht mehr geben, glaube ich, oder zumindest nicht so schnell. Und wenn doch, ist die Frage, ob da nicht da irgendwas dazwischen kommt, was eh schon besser ist. Dementsprechend, ich bin jetzt nicht so gehypt von diesen ganzen Falt-Smartphone-Dingern. Und vor allem, ganz ehrlich, diese ganze, Vorstellerei war einfach,
hätten Samsung einfach lassen können, weil eigentlich haben sie gar nichts vorgestellt, sondern einfach nur gesagt, wir arbeiten dran und es funktioniert und es geht und irgendwann werden wir das auch bekommen. Und das haben sie schon vor 3, 4 Jahren gesagt und gezeigt. Ich meine, dass man so ein Display falten kann, das wissen mittlerweile alle, aber wirklich was präsentiert, was man verkaufen kann, was man nutzen kann und irgendwie auch erklärt, warum jetzt zum Beispiel dieses Falt-Smartphone besser sein soll als ein Nicht-Falt-Smartphone, da ja, kam nichts. Und deswegen, ich bin da irgendwie ein bisschen, wie gesagt, ich bin da skeptisch, aber wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, das ist an sich ein spannendes Thema, aber nur, wenn sie wirklich auch mal was zeigen, was irgendwie Sinn macht. Allerdings bin ich auch der Meinung, man sollte nicht zu viel auf diese Messe geben, weil es ja eine Entwicklerkonferenz war. Ich denke, man hätte das Ganze nicht so öffentlich machen sollen. Einfach für die Leute, die in dieser Branche Entwickler sind, diese sollten darüber in Kenntnis gesetzt werden. Aber dadurch, dass sie das jetzt schon für die Medien öffentlich gemacht haben, ist genau das passiert, was eben jetzt passiert ist. Die Leute sind eigentlich ziemlich enttäuscht von der ganzen Geschichte. Und da hätte ich an Samsungs Stelle das nicht so gemacht. Aber das ist ja denen ihre Entscheidung. Und die vierte News, ach Mist, jetzt muss ich kurz nachschauen, sorry. Ich habe hier kurz mein Handy, da habe ich mir das notiert. Genau, die vierte News ist, was ja auch schon länger rumkursiert, und zwar WhatsApp ist ja dann nächstes Jahr, soll mit Werbung kommen. Ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es heißt, dass dann viele Leute von WhatsApp weggehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das eher weniger. Ich werde euch da noch auf dem Laufenden halten. Vielleicht mache ich da nochmal ein separates Video oder ähnliches dazu. Aber ich denke, wie gesagt, dass das Ganze nicht so schlimm sein wird, weil andere soziale Netzwerke, die wir nutzen, sind auch mit Werbung und die werden nach wie vor genutzt. Und außerdem ist einfach WhatsApp im Moment das Kommunikationsmittel Nummer 1. Ich meine, jeder kommuniziert über WhatsApp und keiner benutzt irgendwas anderes. Außer vielleicht mal einen Telefonanruf, aber selbst die könnte ich über WhatsApp machen. Dementsprechend, die Vorteile von WhatsApp sind so groß, dass ich denke, dass im Moment es nicht sein wird, dass so viele Nutzer aufhören. Es gibt vielleicht den ersten Schwung, wenn es passiert, hören welche auf, kommen dann aber nach kurzer Zeit wieder, weil sie merken, dass was anderes nicht genutzt wird. Das ist meine Meinung. Würde mich auch interessieren, was du davon denkst oder was ihr davon denkt. Ob zum Beispiel du jetzt gehen würdest, wenn du sagst, WhatsApp ist mit Werbung, nee, ich bin raus. Aber ich glaube es, wie gesagt, nicht. Würde mich einfach freuen, wenn ihr mir in die Kommentare auch mal reinschreibt, ob ihr so eine Technik-News-Serie gut findet, ob ihr die öfter gucken wollt. Dann würde ich echt schauen, dass ich das wöchentlich versuche hinzukriegen, aufzunehmen. Ich kann es, wie gesagt, nicht versprechen, weil ich eben mit der Arbeit sehr eingebunden bin. Ansonsten würde ich mich über ein Like von euch freuen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, gell? Bis dann, ciao.